Darum Glück auf zum 9. Part der Preußen-Münster-Karriere. Und uns steht das Topspiel, das nächste Topspiel, nachdem wir die Würzburger Kickers geschlagen hatten und vorhin gegen Bremen 2:5:0 gewonnen haben, steht uns das nächste Spiel bevor gegen den ersten FC Magdeburg. Die sind Vierter, punktgleich mit uns. Das bedeutet auch wieder ein hart umkämpftes Spiel wahrscheinlich. Bei der Aufstellung werden wir nicht viel unternehmen, denke ich mal. Heinrich hat sich links erstmal festgespielt. Ansonsten bleiben wir uns da ganz einfach treu. Steinkötter hat den Sprung auf die 58 gemacht. Weiß nicht, ob das schon erwähnt worden ist. Falls nicht, dann jetzt. Ansonsten bleiben wir da treu. Wir haben auch wieder ein Heimspiel. Das letzte Heimspiel war ja dieses Spektakel, dieses 5:0 gegen Bremen 2. Und ähnliches wäre natürlich heute auch schön. Aber Magdeburg ist nicht Bremen 2. Das muss man direkt erstmal ganz klar dazu sagen. Und deswegen mal abwarten, was hier heute passiert. Wir sind auf jeden Fall motiviert, haben Bock und die Formkurve zeigt auch nach oben bei allen. Von daher wollen wir mal hoffen, dass es so bleibt. Hier nochmal der Blick auf die Tabelle. Wir haben durch das 5:0 natürlich auch eine plus 8 Tordifferenz, Magdeburg plus 4. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass sie uns heute überholen, weil 3:0 werden wir hier sicherlich nicht verlieren. Von daher, ja. Wir sind auch das offensivstärkste Team mit 11 Toren. Dahinter Wehen mit 10, Aalen mit 9, Jena mit 9 und der KSC mit 7. Oh, kann man mal so machen nach 5 Spieltagen. 11 Hütten. Gut, das 5:0 hat dann natürlich jetzt den Wert extrem nach oben geschraubt. Aber sei es drum. Unsere Aufstellung kennen wir. Auf rechts spielen wir jetzt mal wieder mit Rühle, obwohl Tritz das gut gemacht hat. Aber ich möchte jetzt mal Rühle da sehen. Von daher schauen wir und hoffen mal, dass das trotzdem gut klappen wird. Rühle macht das eigentlich immer ganz gut. Sollte das in die Hose gehen, bringen wir einfach wieder Tritz. Das ist ja alles kein Problem. Da können wir ja reagieren. Schauen wir auf die Aufstellung von Magdeburg. Jan Glinker, ehemaliger Union-Keeper im Tor. Hamann ist rechts. Nee, Quatsch. Dreierkette. Mit Weil, Handke und Hamann. Laprevot und Rota davor auf der 6. Tobias Schwede und Butzen links und rechts. Über links außen Niemeyer, über rechts außen Türpitz. Und Christian Beck vorne im Sturm. Magdeburg, erinnere ich mich noch sehr gut, habe ich gegen gespielt in der Thierry Parker Karriere im Vorbereitungsturnier. Da gab es eine Niederlage. Und Türpitz hat da extrem gut gespielt. Wir lassen uns mal überraschen, was das heute gibt. Niemeyer. Niemeyer, Laprevot, Beck, Rühle mit der Balleroberung. Klappt schon mal ganz gut. Hofmann geht ab. Macht er gut. Kobylanski, langer Ball. Nimm ihn gut mit. Heinrich nimmt ihn gut mit. Hamann regelt das dann aber auch sehr gut. Mit Geschwindigkeitsvorteilen. Heinrich Ballannahme war eigentlich gut. Hätte er vielleicht noch einen Ticken besser mitnehmen können. Pass war auf jeden Fall schon mal stark gespielt von Kobylanski. Rizzi, Kobylanski macht das wieder klasse. Grimaldi, Hofmann, Hofmann, Weil dazwischen. Und Hofmann bleibt erstmal liegen. Hoffen wir mal, dass das nichts Ernstes ist. Spiel wird unterbrochen, es ist was Ernstes. Ah, das ist ärgerlich. Muss raus. Philipp Hofmann muss raus. Rühle wird ins Mittelfeld gehen. Philipp Tritz wird dafür hineinkommen in die Partie und den Rechtsverteidiger mimen. Ah, das ist doch ärgerlich. Hoffentlich ist das nichts Ernstes bei Philipp Hofmann.
Dafür ist er einfach auch zu wichtig. Das darf man nicht vergessen. Gerade über die Flügel, enorm starker Spieler. Rühle kann das natürlich auch, keine Frage. Grimaldi, Rühle. Oh, Heinrich wollte da schon in den Ball reinspringen. Seine Motivation ist auch wieder enorm. Rizzi, Ball ist noch abgefälscht, deshalb Ecke. Wieder gute Anfangsphase von uns. Kobylanski, Kopfball kommt, Al-Hazaimi, geklärt von Türpitz. Jetzt mal gucken, ne, der geht uns aus. Den kriegt Christian Beck nicht mehr. Schwers, gut gespielt, Heinrich. Nur durch einen Foul zu stoppen. Von Hammann war es, glaube ich, oder? Ne, Butzen. Oh, und es gibt direkt die gelbe Karte für Nils Butzen. Die wird nicht unberechtigt sein. Heinrich bringt den Freistoß rein. Rühle, Rizzi, Rühle. Und geklärt. Wir bauen direkt ruhig auf. Tritz, Wiebe, Rizzi. Grimaldi, gut gespielt. Rühle. Nee, den muss er in den Rückraum legen. Tobias Rühle. Ah, der hätte einen Rückraum. Der erste war noch okay, wobei auch der hätte in den Rückraum gemusst, aber der zweite, keine Frage, der muss in den Rückraum. Kobylanski stand einschussbereit. Aber wieder eine gute Anfangsphase von uns. Also man merkt, wir kommen gut klar in der dritten Liga. Gerade am Anfang, wenn wir da immer schnell die Führung erzielen, in unserer ganz, ganz starken Phase immer, dann geht's. La Prévot, Tritz hat gut aufgepasst. Rizzi. Kobylanski, klasse Ball. Nein, so ungenau. Ich dachte, dass der bei Heinrich ankommt. Kam aber leider zu ungenau. Beck, Mai dazwischen, klappt nicht ganz. La Prévot. Beck und Mai blockt. Eckball für Magdeburg. Heinrich haut ihn raus. Handke, Butzen bringt die Flanke. Tritz verliert das Kopfballduell. Aber ungefährlich. Von daher nicht so tragisch. Also Kopfbälle, da ist Tritz. Das ist glaube ich nicht der Größte, was die Körpergröße angeht. Gucken wir gleich mal nach. Bei Kopfbällen, da hat er so seine Schwierigkeiten. Also Kopfbälle an den langen Pfosten auf die Seite sind das Stilmittel, was gegen uns angewendet werden müsste. Wollen wir mal hoffen, dass das nicht häufiger zum Problem wird. Rizzi. Rizzi steigt nochmal drauf. Rizzi. Rizzi hat Platz. Rizzi macht sich noch mehr Platz. Rizzi! Der Captain Michele Rizzi. Kobylanski beim Eckball. Klinker klärt. Schwers. Ah, hat er nicht eventuell gefoult. Schiedsrichter sagt nein. Niemeyer, guter Pass. Butzen. Pass kommt jetzt auf Türpitz. Aber Meier hat aufgepasst. Kobylanski. Wieder so ein genialer hoher Ball. Auf Rühle. Rühle. Hamann weiß nicht, ob er da nicht geschubst hat. Kann man über Elfmeter diskutieren. Ist sicherlich keiner, den man geben muss. Türpitz. Türpitz, Butzen hinterläuft. Klappt auch ganz gut. Schwers klärt. Rizzi braucht zu lange, holt ihn sich aber wieder. Heinrich. Wiebe und guter Wechsel auf Rühle. Sieht, dass er frei ist. Grimaldi, gut gespielt, Kobylanski macht das auch gut, Hamann. Roter, Beck, Niemeyer, Tritz macht da den Weg zu, um nach außen nichts zuzulassen, Türpitz, gute Drehung, dauert aber zu lange.
Dann ist Heinrich dazwischen. Heinrich! Kann man mal so machen. Und wieder Heinrich. Der ist on fire, der Mann. Kobylanski, Grimaldi. Grimaldi, der war eventuell anders gedacht. Liebe, nee, so nicht. Beck, Schwers. Oh, wie kommt der denn da noch an den Ball? Tritz klärt das sehr souverän. Liebe, Tritz. Rühle, Rizzi, Grimaldi, kommt nicht ganz an den Ball. Niemeyer. Aber wir stehen hinten sattelfest. Wir stehen hinten wirklich gut. Rühle spielt auf Abseits, Niemeyer, ne. Ne, 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 ne. Ne, also da wäre mehr drin gewesen, aber... Das war nichts. Das war auch das Einzige, was wir wirklich zugelassen haben. Von daher alles in Ordnung. Aber 0-0 ist zu wenig. Man muss mehr aus dieser Dominanz machen, die wir haben. Wir sind eindeutig dominierend in diesem Spiel, aber machen daraus noch zu wenig. Heinrich. Ah, kommt nicht ganz an. Grimaldi. Vorteil gegeben. Beck, Rizzi mit der Balleroberung. Rota, Hamann. Türpitz. Dutzen. Beck. Schwers. Oh, das ist kein Abseits. Doch, was? Aber der Schiedsrichter hätte auch Vorteil laufen lassen können. Genau mittig vom 16er war die Anspielstation. Grimaldi, wichtig, um genau diese Bälle zu gewinnen. Rizzi, Heinrich, Butzen dazwischen, braucht aber zu lange in der Ballbehandlung. Grimaldi, Kobylanski, Kobylanski, da ist das Tor. Martin Kobylanski. 1-0. Und das einfach mal verdient. Kobylanski, Glinka ist noch dran, kann den Ball aber nicht mehr abfälschen. Also entscheidend abwälschen. Und Kobylanski macht nach Vorarbeit von Grimaldi sein viertes Saisontor. Ich hab's eingangs gesagt, dieser Martin Kobylanski ist enorm gut. Und die Frage wird sein, wie lange man den Mann halten kann. Und mit solchen Leistungen, da wird es halt schwierig. Da treten halt andere Vereine auf den Plan, da wird man abwarten müssen, wer da kommt. Aber sollte da der ein oder andere ambitionierte Zweitligist anklopfen, dann wird es auch schwer, ihn zu halten. Es gibt Freistoß. Wegen Handspiel ist auch richtig. Wechsel bei Magdeburg. La Prévotte verlässt den Platz. Und dafür kommt Ludwig. Kobylanski, Grimaldi, Hanke dazwischen, Türpitz, Türpitz, Ludwig! Probiert's da mal. Körper beim Abschlag. Heinrich, Heinrich, macht das gut, löst das mit aller Seelenruhe. Rizzi, Heinrich, zieht wieder nach innen. Ah, bisschen zu lange gedauert. Wiebe. Rühle. Grimaldi. Grimaldi dauert zu lange. Dauert zu lange, ist ein bisschen zu umständlich. Beck. Niemeyer geht jetzt über außen. Tritt. Aber das gibt nichts. Das gibt nichts und ist auch kein Foul. Alles in Ordnung. Rizzi, Kobylanski, Heinrich. Sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. Rizzi. Rizzi. Klasse gespielt. Kobylanski. Oh! Rühle war da. Rühle war da. Grimaldi jetzt mit einer Flanke. Kopfball. Tobias Rühle. Der wäre da gewesen.
Wenn, ich glaube, Handke war es, dann nicht im allerletzten Moment. Nee, Schwede war es. Tobias Schwede. Im allerletzten Moment dazwischen gegangen wäre. Tritt, bleibt dran und erobert sich den Ball. Hat sich stabilisiert. Philipp Tritt. Azaime. Boah, guter Pass auf Heinrich. Der ist sowas von motiviert. Boah. Hamann stoppt ihn. Und das mit Fernmitteln. Kein Foul. Liebe Rizzi Kobylanski. Wieder so ein genialer Ball von Kobylanski. Rühle. Ludwig klärt. Es geht jetzt hin und her. Klar, wir kontern und Magdeburg versucht die Angriffe zu starten und ebenfalls zu kontern. Türpitz. Boah. Schnell vorbei ein Al-Azame. Raus mit der Pille. Langsam wäre es auch mal Zeit für einen Wechsel. Kommt auch noch dazu. Kobylanski, Grimaldi, Danilo Wiebe. Macht das gut, Grimaldi. Das bringt auf jeden Fall alles schon mal Zeit. Grimaldi, Heinrich, Flanke kommt, Schwede klärt. Heinrich wieder da. Man kann ihm vom Einsatz her keine Vorwürfe machen. Es ist Wahnsinn, was der Mann abreißt. Azame rückt ein, hat das Auge. Philipp Tritz, langer Ball, aber Grimaldi war im Abseits. Und wir werden jetzt wechseln. Linksverteidiger Menig kommt rein. Dann bringen wir mal Rinderknecht für, nein, nicht für Schwers, Rinderknecht für Wiebe. Und Waschewski. Waschewski bekommt für Kobylanski die Chance, aber wir können ja gar nicht mehr. Dann ist das jetzt so. Stimmt, wir mussten ja nach 8 Minuten schon Philipp Hofmann vom Platz nehmen. Dann akzeptieren wir das jetzt einfach mal so. Schweren Herzens. Dann ist das. Türpitz. Rizzi, Rinderknecht, sieht gut aus. Kobylanski, der Pass ist genial. Grimaldi kriegt den sogar. Grimaldi, wie kann er den nicht machen? Oh, Adriano Grimaldi. Der Pass war wieder genial von Kobylanski. Ah, der nicht. Der dann wäre eher weniger. 9 Schüsse. Und das hätte das 2-0 sein müssen. Wieso macht Grimaldi den nicht? Magdeburg kommt jetzt nochmal mit Niemeyer, mit einer Flanke. Die kommt flach. Hamann, Mai klärt das ein bisschen umständlich. Dauert zu lange. Ludwig. Zum Glück keiner mit der Hand dran. Körber. Jetzt aber. Rühle steigt nochmal drauf. Macht er gut. Kobylanski. Das Auge für Al-Hasaimi, aber ich glaube, der ist zu lang. Ah, Ticken zu lang. Handke, Butzen, Dennis Erdmann eingewechselt. Bei Magdeburg. Aus der Schalker Jugend. Bei Dresden gespielt, auch schon bei Rostock gespielt. Grimaldi macht das gut. Grimaldi, Kobylanski, Hasame, Al-Hasame. In der 90. Da muss er jetzt aber dann wirklich mal den Deckel drauf machen. Das gibt es doch nicht. So viele Chancen und es bleibt am Ende dann vielleicht hoffentlich beim 1-0. Alles andere wäre auch nicht verdient. Handke, ne, das gibt nichts. Das gibt nichts und es bleibt beim 1-0. Und das ist verdient. Sieg. 10 Schüsse, 4 davon nur aufs Tor. Das ist ein bisschen schwach gewesen, aber wir haben auch nur einen Schuss aufs Tor wieder zugelassen. Wir stehen hinten perfekt. Erste Mal, dass die Passgenauigkeit unter 80% bei 78 liegt. 5 Zweikämpfe nur geführt. Aber wir mussten auch nicht viele Zweikämpfe führen, weil wir eigentlich die Bälle ganz gut abgefangen haben, die nach vorne kamen und Magdeburg hat sehr ungenau gespielt. Und von daher haben wir den Sieg verdient geholt.
Und können das nächste Training angehen, bei dem wir sehen, dass Körber auf eine 68 springt. Und Schwers kratzt an der 69. Menig an der 67, Steinkötter an der 59. Also das ist alles noch sehr interessant. 8 Wochen. 8 Wochen fällt Philipp Hofmann aus. Was mir da gerade einfällt, ist, dass wir das mal vielleicht ändern sollten, dass Tritz wieder von Anfang an spielt und dass Heinrich von Anfang an dabei ist und dass Hofmann dann jetzt natürlich nicht mehr im Kader ist. Da lassen wir dann Zueto im Kader. Ich denke, das ist dann okay so. Ja, was soll man sagen? Bisher läuft es. Bisher läuft es. Man kann da echt nicht meckern. Wenn jetzt hier mal die Ergebnisse anschauen, beziehungsweise Stopp, springen natürlich auf den Montag, um uns die Ergebnisse anzuschauen. So, jetzt sind wir bei Montag und dann schauen wir uns die Ergebnisse an, die wir verpasst haben. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. 18. August. Chemnitz verliert 0:1 gegen Osnabrück. Der KSC gewinnt 2:1 bei Fortuna Köln. Halle verliert wieder 1:2, diesmal gegen Unterhaching. Bleibt bei 0 Punkten. Preußen Münster gewinnt 1:0 gegen Magdeburg. Rot-Weiß Erfurt 0:0 gegen Paderborn. Aalen bleibt jetzt oben dran, gewinnt 3:0 bei Asbach. Jena gewinnt 2:0 bei Lotte. Meppen 1:1 gegen Zwickau und damit ist der Hallescher FC der einzige Verein nach 6 Spieltagen, der noch 0 Punkte hat. Bremen 2 gewinnt 2:1 gegen Wien Wiesbaden. Das ist eine Überraschung. Und Hansa Rostock gewinnt 1:0 bei Würzburger Kickers. Und in der Tabelle haben wir dadurch folgendes Bild. Preußen Münster führt zusammen mit dem VfR Aalen mit 13 Punkten die Tabelle an. Aalen erst ein Gegentor. Wir haben 3, das ist gut, aber Aalen hat erst ein Gegentor. Das ist auf jeden Fall Respekt. Wir haben den besten Sturm mit 12. Wien Wiesbaden, Magdeburg und Rostock auf 3, 4 und 5 mit 10 Punkten. Dann haben wir Osnabrück und Jena auf 6 und 7 mit 9 Punkten. Paderborn, Karlsruhe, Zwickau, Würzburg dahinter mit 8, beziehungsweise Würzburg mit 7 Punkten. Bremen 2 ebenfalls 7 Punkte. Erfurt und Fortuna Köln auf 13 und 14 mit 5 Punkten. Lotte auf 15 ebenfalls 5 Punkte. Unterhaching 16. mit 4 Punkten. Chemnitz mit 3 Punkten auf 17. Groß-Asbach 2 Punkte auf 18. Meppen, wie angesprochen, den ersten Punkt geholt. Vorletzter und Halle 11 Gegentore. Nur 3 eigene Tore. 0 Punkte. Tabellenletzter. 5 Niederlagen. 5 Spieltage. Pardon, 5, keine 6. Da hatte ich mich vertan. Gut, dann würde ich sagen, bin ich raus und haut da rein, Glück auf, ciao, ciao.